Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich dir zeigen, welche Bücher ich die letzte Zeit so gelesen habe, weil dieses Thema ist irgendwie das meist angefragteste Thema überhaupt. Bevor ich jetzt starte, es gibt auch wundervolle Bücher zur Weiterentwicklung für Kinder. Also wenn du daran interessiert bist, was ich mit meinen Kindern lese, ich gehe sehr oft mit meinen Kindern in die Bücherei, kaufe aber auch sehr viel. Und da gibt es unheimlich gute Bücher, die deinem Kind seine Seele stärken, seine Psyche stärken, sein Selbstbewusstsein stärken. Und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Bücher. Ja, und wenn du dazu Informationen haben willst, gib diesem Video einen Daumen hoch und schreib mir unten in die Kommentare, ja, Kinderbücher. Dann mache ich auch gerne ein Video zu meinen Kinderbüchern und zeige dir, was ich meinen Kindern so alles erzähle. Aber heute geht es um die Erwachsenenbücher und ich gehe jetzt gerade mal in meine App rein und musste mal ganz kurz einen Moment warten, weil ich natürlich auch vergesse, welche Bücher ich höre. Es sind unheimlich viele Bücher. Erstmal geht es jetzt darum, die ich höre. Ja, die ich lese. Da können wir auch gleich rüber ins andere Zimmer gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Buch vom, ich zeige dir auch nochmal, wie die App aussieht hier bei mir. Die sieht jetzt so aus. So sieht die App aus. Genau. Und da siehst du, was für Bücher ich ungefähr höre. Ein sehr, sehr gutes Buch ist von Veit Lindau und Rüdiger Dahlke. Hier geht es halt um inneren Reichtum. Ja, das ist mir unheimlich wichtig. Ich war lange Zeit eher auf äußeren Reichtum bedacht. Ja, auf eine schöne Tasche, auf schöne Schminke, auf ein schönes Haus, auf ein schönes Auto. Ich war zwar jetzt nicht extrem darauf fixiert, aber schon eine von denen, die sich sehr davon blenden lassen hat. Und mittlerweile bin ich eher jetzt dazu geneigt, so einfach wie möglich zu leben und mich mit mir selber zu beschäftigen und nicht mehr mit dem, was es da draußen im Angebot gerade gibt. Klar stehe ich auch auf eine Chanel-Tasche. Wenn du mir die gibst, sage ich nicht nein. Aber es ist nicht mehr im Fokus von mir, mich auf sowas zu konzentrieren, sondern es ist mir ganz, ganz wichtig, auf meinen inneren Reichtum, das, was ich habe, meine Liebe, meine Gesundheit, meinen Körper, meine Familie. Und hier dieser im inneren Reichtum Ankommen von Rüdiger Dahlke ist übrigens ein sehr, sehr guter Arzt, auch Kinderarzt. Er macht ganz viel über Fasten. Also, der Rüdiger Dahlke ist ein unglaublich guter Arzt, aber auch im Internet ist er sehr viel vertreten. Könnt ihr ihn ja googeln, der macht ganz viele tolle Sachen. Bei ihm ist es halt ganz wichtig, dass er auch immer auf das Innerste geht. Nicht immer nur vom Außen her heilen, sondern auch vom Inneren her heilen. Auch jetzt bei Allergien. Er sagt immer gerade bei Allergien, auch bei kleinen Kindern, es hat auch oft mit Aggressionen in einem zu tun. Ja, man ist mit irgendetwas nicht konform, nicht, ja, stabil. Und deswegen kann auch diese Allergie dann auch nicht verheilen, egal wie viele Medikamente man gibt. Und da macht er wirklich unheimlich gute Arbeit. Ich glaube, er kommt aus der Schweiz. Und Veit Lindau kann ich sowieso alle seine Bücher empfehlen. Ich habe alle seine Bücher schon gelesen und auch gehört. Habe alle Bücher auch hier zu Hause. Die kann ich auch nicht niemandem schenken. Die muss ich immer wieder, muss ich mal reingucken. Er gibt sehr, sehr viel Motivation und er unterstützt dich auch, dich selber zu lieben und auch ins Tun zu kommen. Also Omega, ja, Omega heißt es, im inneren Reichtum einkommen. Dann Das Kind in dir muss Heimat finden. Sehr gutes Buch. Ja, das Video wird wahrscheinlich zu lang. Ich werde jetzt auch nicht alle Bücher hier machen. Wahrscheinlich mache ich zwei Videos. Das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht es um dich. Und wir alle sind mit Verletzungen aufgewachsen. Und das heißt jetzt nicht, dass dein Vater oder deine Mutter dich geschlagen hat. Als Kind erfährst du im Normalfall Verletzungen, weil du nicht immer alles darfst. Die Eltern haben Angst um dich, passen auf dich auf. Manchmal bekommst du Ärger, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Manchmal hören die Eltern einem nicht zu. Ich sehe es bei meinen Kindern. Unbewusst höre ich manchmal nicht zu, wenn die mir etwas sagen, weil ich mit etwas anderem beschäftigt bin. Und du als Erwachsener jetzt kannst damals in der Kindheit Verletzungen davon getragen haben. Ja? Ich weiß, dass es bestimmte Menschen gibt, die dann sagen, ach, was ein Quatsch. Aber wenn du das Gefühl hast, unselbstbewusst zu sein, nicht glücklich genug zu sein, dass es fehlt in deinem fehlen Bereiche, wo du nicht zu 100% glücklich bist, schau dir lest dir dieses Buch durch oder hörst dir an von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht Stefanie genau auf deine Bedürfnisse ein, genau auf dich als Mensch. Sie hat da verschiedene Menschen aufgeführt und erklärt, auch gerade in Beziehungen, warum Paare sich streiten. Also der Mann regt sich total auf und rastet aus und die Frau fühlt sich angegriffen, aber dabei ist bei dem Mann gerade in dem Moment etwas aktiviert worden aus seiner Kindheit, wo er sich daran erinnern kann und er will nicht, dass es ihm nochmal passiert. Deswegen rastet er aus. Also sehr, sehr interessant, sich selbst mal tiefer und besser kennenzulernen, aber auch die Aspekte anderer Personen besser zu verstehen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Und da ist auch ganz viel Selbstarbeit drin. Also da musst du wirklich mit dir selber arbeiten. Es hilft dir, selbstbewusster zu sein. Es hilft dir, schmerzliche Erinnerungen aus deiner Kindheit zu verarbeiten. Ich sage jetzt nicht bewusst nicht heilen, sondern wirklich zu verarbeiten.
Dann lass dich los, was dich klein macht. Das habe ich hier auch nochmal als Buch drüben. Das hilft dir, dein Selbstwertgefühl nochmal zu stärken. Ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, dauert auch gar nicht so lange. Ja, hilft dir einfach selbstbewusster zu sein und dich auch wieder mit dich selber zu beschäftigen. So, dann habe ich jetzt hier ein paar Bücher, die ich noch nicht gehört habe. Der Elefant, der das Glück, weiß ich jetzt nicht. Ja, dazu werde ich nichts sagen. Erst wenn ich es gelesen habe, dann mache ich ein zweites Video. Dann habe ich hier den Koran. Den Koran habe ich auch so zu Hause, in fester Form lese ich ab und zu mal rein. Aber ihn auch nochmal zu hören, ist auch nochmal etwas nochmal anders, ja, im Alltag, um nochmal daran erinnert zu werden. Ist auch unheimlich interessant. Ich glaube, der Koran zum Hören dauert um die 20 Stunden. Ich weiß ja schon alles, was drin ist, weil ich ja damit aufgewachsen bin. Aber wie gesagt, es ist schön, ihn nochmal zu hören. Ja. Dann von George Buchai. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Das sind ganz viele kleine Geschichten, die deinen Alltag ein bisschen aufmuntern, aber dir auch vieles aus deinem eigenen Alltag zeigen. Es ist wieder so lehrreiche Geschichten. Finde ich sehr, sehr interessant, weil es auch mir in bestimmten Punkten die Augen geöffnet hat, zu bestimmten anderen Personen, warum sie sich so verhalten, wo ich mich manchmal aufreg. Und jetzt verstehe ich, ach so, deshalb reagiert diese Person so und so, ja. Also das sind ganz viele kleine Geschichten. Das ist ein Mann, also die Geschichte spielt so, das ist ein Mann, der geht zum Psychiater, will sich da behandeln lassen, weil er unglücklich ist. Und dieser Psychiater hilft ihm, indem er immer wieder kleine Geschichten erzählt. Und so hilft er ihm, seine Probleme zu lösen. Sehr, sehr interessantes Buch. Dann von Rüdiger Schacher, Das Geheimnis meines Spiegelpartners. Also diese Spiegelgesetze, die mache ich auch, gehe ich auch nochmal immer durch in meinem Abnehmprogramm, wo es darum geht, Abnehmen geht über Kopf, also wo wir auf die mentale Ebene gehen, um jemanden oder um dich, nicht um jemanden, um dich, um mich, um jeden zu motivieren, am Abnehmen zu starten und dran zu bleiben. Da gehen wir auch in dieses Thema, das Geheimnis meines Spiegelpartners. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist, wir ziehen unbewusst immer das an, was in uns drin ist oder in uns fehlt. Also es ist ganz interessant, musst du dir unbedingt, also Spiegelgesetze ist für mich ein Muss, dass man es lernt, und es wundert mich, dass man es nicht in der Schule lernt, weil da lernst du ganz, ganz viel über deinen Partner, aber auch über dich selbst, weil du ziehst immer das an, was du selber bist, ja. Dein Partner ist immer dein Spiegelbild, und einige werden sagen, nee, und ich wurde ja vielleicht gezwungen zum Heiraten, gibt es ja auch, dass einige da gezwungen wurden in bestimmten Ecken, aber unbewusst, also das gibt es nicht, das sagt auch der Rüdiger Dahlke. Auch wenn man gezwungen wird, jemanden zu heiraten, unbewusst zieht die Seele immer das an, was sie selber ist. Und gerade wenn man jetzt geschlagen wird, wenn man gedemütigt wird, wenn man unterdrückt wird, auch in Beziehungen, da kannst du sehr, sehr viel daraus lernen, warum das so ist, wie es ist. Und das hat aber auch oft mit der Person leider zu tun, selber zu tun, wenn sie von klein auf unterdrückt wurde, wird sie auch von ihrem Partner unterdrückt, ja, wenn sie nichts dagegen macht, wenn es ihr nicht bewusst wird. Und das ist ganz gut, wenn du in solche Bücher reingehst, verstehst du dich selber, und dann kannst du eher selbstbewusster werden und etwas in deinem Leben ändern. Ja, dann verstehst du diese ganzen Sachen, dann bist du nicht mehr Opfer und sagst, die anderen sind schuld, der Partner ist schuld, sondern du lernst dich selbst und merkst, aha, ich spiegel da irgendetwas dem anderen und deshalb kriege ich es immer wieder ab. Hilft dir wirklich sehr, 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 sehr in deinem Leben. Dann, wie wir denken, so leben wir von James Allen. Das ist ein ganz kurzes Buch, ich glaube, das dauert eine Stunde oder zwei. Wie wir denken, so leben wir. Ja, das ist, da geht es viel um Gedanken, und kann ich dir auch nur weiterempfehlen. Ja, da gibt es jetzt einige, die ich noch nicht gelesen habe. Achtsam essen, achtsam leben von Thich Nhat Hanh. Ich werde es dir alles unten verlinken. Ja, achtsam essen, achtsam leben ist unheimlich wichtig, weil wir im Alltag alle gestresst sind, weil wir im Alltag alle viel zu tun haben, der Tag mehr als 24 Stunden haben könnte, aber wir leider nicht achtsam genug sind. Und hier erklärt er dir, wie du achtsamer im Umgang mit dir selber bist im Alltag. Kann ich auch empfehlen. Intelligente Zellen von Bruce Lipton ist ein sehr trockenes, ein sehr langweiliges Buch, aber ich habe das mit Freude mir angehört, weil mich das immer interessiert, wie das alles, was für eine Verbindung das hat, meine Gedanken, meine Gesundheit, alles drumherum, um mein Leben herum. Da geht er nochmal in diese chemischen, physikalischen Sachen rein, wie unsere Zellen funktionieren, wie unsere Gedanken funktionieren. Ist auch ein sehr, sehr langes Buch, sehr interessant, aber sehr, sehr trocken. Also wenn du da nicht so der Physiker, Chemiker bin ich jetzt auch nicht, ja, ich war jetzt auch nicht gut in Physik und Chemie, aber für mich hat es halt sehr interessiert. Ich glaube, die anderen hatte ich dir auch schon alle in einem anderen Video gezeigt. Das andere Video kann ich dir unten nochmal verlinken, dass du es dir nochmal einhören kannst. So, das war jetzt eine kurze Unterbrechung, weil der Postbote geklingelt hatte. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung aller Bücher, die ich aktuell
gehört habe. Die, die ich noch hören werde, werde ich dir aber auch dann auch nochmal in einem weiteren Video mitgeben. Wenn du tolle Buchempfehlungen hast, bitte unten reinschreiben. Ich bin offen für alle neuen Bücher, die zur Selbstentwicklung sind, die ja für einfach zur Selbstentfaltung, ja, zum glücklicher Leben, zum sich selbst erkennen, einfach unten verlinken. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag oder wundervollen Abend, je nachdem, in welcher Tageszeit du dich gerade befindest. Alles, alles Liebe. Vergiss nicht, meinem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es dir gefallen hat, mein Video zu abonnieren, meinen Kanal zu abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit du auch über alle Videos benachrichtigt wirst. Und bis bald zum nächsten Video.